Jo, schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen geilsten Panzer des Tages. Das Noob Platoon ist wieder unterwegs. Der Ära fährt, der Tob fährt und der Elder fährt. Elder sieht man rechts, der sitzt im M4 und den Ära, also mich, sieht man links, ich bin im T34, weil ich habe gesagt, Tob, gib mir mal dein Replay, ich möchte bitte deins zeigen. Weil, mein T34 hat mich tatsächlich bei diesem Gefecht ein wenig im Stich gelassen. Zeige ich euch dann. Und der Tob fährt den P43, das ist der Stufe 5 Italiener. Ja, da muss ich kurz mal nachgucken. Das ist die große Kanone, glaube ich schon. 110 Schaden, 118 Durchschlag. Es ist ein Fünfergefecht, das heißt, wir sind die Top-Tiers, wir sind im Prokhorovka. Also was will man mehr? Und Ziel für uns war, wir nehmen jetzt mal den Turm und schauen mal, ob wir da was reißen können. Mal gucken, ob uns das gelingen wird oder eben auch nicht. Guck mal, da hinten kommt der gut aussehende Ära. Da kommt er angefahren. Jawohl. Ja, ach, ich mag den T34 eigentlich, aber eigentlich müsste man den nur mit Gold schießen. Das werdet ihr dann gleich sehen. Gut. Elder neigt er dazu, ab und zu mal völlig bescheuerte Sachen zu machen, die dann aber meistens sich als unheimlich erfolgreich herausstellen. Elder hat gesagt, ich fahre jetzt nicht hoch, ich fahre vor. Ich spotte für euch. Das heißt, Elder fährt jetzt gerade am See. Moment, wir können ja mal hier gucken. Guck mal. Elder fährt einfach mal hier vor und macht mal ein bisschen was. Er hat schon eine Su 85 gefunden. Mal gucken. Während wir hier den Berg erklimmen, so schnell es uns möglich ist, was im P43 tatsächlich ein bisschen länger dauert als in meinem T34. Merkst du was? Bei 43 und 34 sind nur die Zahlen vertauscht. Einfach nur verdreht. So. Und dann fahren wir da mal hoch. Ja, der Tob sucht schon Ziele, während ich mir erstmal nach oben fahre, um da zu gucken. Ja, dieses Gebüsch hier scheint tatsächlich so ein Stück weit kaputt zu sein. Das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert und bin echt permanent aufgegangen. Also egal, ob du da schon standest mit Tarnnetz oder ohne, dieses Gebüsch ist nicht so richtig geil. Elder meinte, oh, los Leute, ihr müsst gucken kommen, ich stehe ja schon hier vorne. Also haben wir gesagt, dann kommen wir mal gucken. Und das ganze Replay bezieht sich schon darauf, dass Gegnermannschaften manchmal echt dumme Sachen machen. Und dabei sollte man die nicht unterbrechen, sondern man sollte sie durchaus darin bestärken, dass dumme Sachen ganz toll sind. Wir haben uns erstmal hier die Gebüsche geschnappt und dann haben wir hier Scout Elder, der da einfach... Und da ist er. Da hat der Tob sich einen KV-1S aufgemacht. Ihr habt da gesehen, da war der T34 schon die ersten Schüsse daneben geschossen. Jawohl. Während der Tob hier ganz zielsicher den KV-1 unter Feuer nimmt und ihm einfach gibt. Da ist das Su-85-Gerät. Und der frisst von allen Seiten. Ja, voll. Jetzt hat der Elder da also KV-1 aufgemacht. Guck mal, die Heavies des Gegners stehen alle da hinten rum. Das ist echt traurig. Boah, da sind die beiden KV-1er, da ist der T-34. Alles steht da hinten rum. Boah, Alter. Ja, wenn Gegner dumme Sachen machen, guck's dir an. Und jetzt wird's hier eindeutig Entenjagd. Jetzt steht man einfach hier rum und ballert sie einfach ab. Schießt sie einfach nieder. Mann, Mann, Mann. Ja, und dem Tob seine Kanone hält blutige Ernte. Ja, Shell Velocity ist tatsächlich ein Thema. Ist ganz schön langsam. So. Und dann stehen wir hier. Und das Schlimme ist, dass die Gegner sich anstellen wie die ersten Menschen und wir trotzdem einen Panzer hinten liegen. Das ist schon traurig. So. Aber das ist der Moment, wo der Tob sich spontan den ersten Kill holt und den KV-1S aus dem Spiel nimmt. Na, das läuft doch. Ja. Und da hinten stehen die KV-1er, deswegen brauchen wir hier auch nicht runterpushen, sondern man kann ja einfach weiter das Feuer draufhalten. Ja. Wenn ihr euch wundert, wo die T-34 Schadenszahlen sind, ja, ich habe mir einen abgebounced. Beziehungsweise habe ich meistens gar nicht getroffen. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber es ist halt auch krass, wenn der Tob hier mit seiner Schere und seinem Tarnnetz steht, der macht eben auch alles auf. Ne? Das ist halt schon echt eine Ansage. Da kann man jetzt nichts sagen. Da geht schon einiges. Jetzt durch das Gebüsch wird er jetzt nichts sehen. Aber der Typ T-34, ja, der will es halt unbedingt wissen. Na, die Shell Velocity ist zu gering. Da muss er mehr vorhalten, als der Tob. Mehr vorhalten! Ja, aber ich bin ja auch nicht besser. Ich habe ja auch die ganze Zeit dran vorbeigehämmert. Wenigstens macht dieser T-34 mal was. Er versucht es zumindest. Tja, unser Team kämmt sich gepflegt hinten in der Ecke einen ab.
Ohne Scout macht das übrigens total überhaupt gar keinen Sinn. Das ist total bescheuert. Da können wir froh sein, dass wir einen Elder haben, dem eh alles scheißegal ist. Ja, der brettert einfach mal rein und knallt weg. Ah, da ist noch ein T28, der sich zur Party mit dazu gesellt. Ja, voll. Da kann ich nochmal drauf schießen. Da ist nochmal der KV-1. Ja, jetzt lässt den Tob aber seine Kanone auch so ein bisschen im Stich hier. Ja, gleich geht die Schere an, da wird er wieder aufgehen. Oder ist auch noch ein IKV. Guck mal, die haben ihr ganzes Team da hinten in der Ecke stehen. Unser Team steht unten links in der Ecke und die stehen oben rechts in der Ecke. Ist das bescheuert? Leute! Leute, es ist ein Bewegungsspiel. Ihr müsstet euch ein bisschen bewegen. Oh, die Gegner haben zwei Hetzer. Da sind sie. Ja, das ist das, was für unser Team übrig blieb. Weil jetzt steht es 10-6. Da kann unser Team dann auch mal losfahren. Da kriegen die dann auch Mut. Da finden die dann auch den Mut der Verzweiflung. Oh, Alter, hat die beiden KV-1er gefunden. Aber liebe KV-1er, was auch immer die eure Mission ist, so funktioniert das Spiel nicht. Die fahren halt wirklich strategisch so ungünstig darum. Jetzt können wir die hier einfach gepflegt rausnehmen. So. Turb hat Killen auf KV-1. Jetzt kettet er ihn noch. Da können wir noch ein bisschen reinhämmern. Ich schieße gerade IKV, falls ihr gesehen habt. Da kriegt der IKV noch eine. Und da bounced er wieder, habt ihr gesehen, wie schön. Oh, ich habe einen Kill, ich habe einen Kill. Dafür geht der IKV noch auf den P43. Ja, und da hat das Noob-Platoon jetzt spontan schon 6 Kills in seinen Reihen vereint. Und für den Saftwagen werden wir eindeutig zu spät kommen. Da wird leider nichts mehr gehen. Aber, ja. Das war schon, ja, irgendwie sehr surreal, wie sie da alle vor uns hin und her fuhren, um sich von uns zerlegen zu lassen. Also hier müssen wir uns unbedingt mal die Auswertung anschauen. Jo, weil diese Auswertung ist schon durchaus keine schlechte. Das war ein Panzerass, 40.000 Credits, 6.000 EP, aber das war, ja, für einen ersten Tagessieg Großkaliber. Ja, gehen wir mal ins Detail nachschauen. Teamauswertung. Ja, Turb ganz oben. 1356 Schaden. Ich habe übrigens fast genauso viel Schaden geschossen mit meinem T34. 1322. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Der Turb hat knapp 1000 EP. Ich habe nur 500, weil ich auf das geschossen habe, was der Turb mir gezeigt hat, während der Turb alles selber gespottet hat. Deswegen muss ich die Hälfte meiner EP dem Turb abgeben. Deswegen habe ich gesagt, Turb, gib mir mal dein Replay und nicht meins. Also ihr seht, Scherenfernrohr ist eine sehr, sehr mächtige Geschichte. So, EP-mäßig ist der Elder noch vor mir. Da kommt erstmal der Turb, dann kommt ein Hetzer, dann kommt der Elder und dann komme ich erst mit meinem kleinen. Aber 1322 Schaden finde ich schon sehr anständig, aber ihr seht, was das Spotting ausmacht. Detailauswertung: 28 Schuss, 17 Treffer, 13 Durchschläge reicht für das. Bei mir übrigens sieht das noch viel lustiger aus. Ich habe 47 Mal geschossen mit 28 Treffern, aber nur 16 Durchschlägen. Ja, also das ist tatsächlich der T34 als Sniper schwierig, auf Heavys noch schwieriger. Aber Fakt ist, wenn der Gegner beschließt, er müsste dumme Sachen machen, sollte man ihn dabei nicht aufhalten, sondern ihn fröhlich machen lassen, um ihm dabei zu helfen, in sein Verderben zu fahren. Ja, das war eine schöne Runde. Also, Moment, ich kann dann nur noch mal bloß mal kurz. Ihr seht, ich habe überhaupt nichts ermöglicht. Doch 53 Schaden durchspotten. Das ist genau der Trick. Ich habe 7 beschädigt und einen zerstört. Ja, also, alles in allem, das war eine lustige Runde. Die hat durchaus Spaß gemacht. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es gefallen hat, schreibt mir was Nettes, lasst mir was Nettes da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.